Alles klar, herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir. Und ja, wir werden uns heute um einen weiteren Würfel kümmern, beziehungsweise mehr oder weniger wieder keinen Würfel, sondern den sogenannten Megaminx, nennt man das Teil hier. Und wir haben 12 Flächen hier, die wir bearbeiten müssen. Und ja, ich würde euch zeigen, wie das Ganze geht, so einen kleinen Walkthrough machen. Und ja, was ihr dazu wissen müsst, ist eigentlich nur die Notation. Das ist auch wie beim 3x3. Rechts, links, Front. Und das hier wäre dann Back links und Back rechts. Rechts. So. Und ja, was müsst ihr denn sonst wissen? Eigentlich muss man dazu nicht mehr wissen. Wer einen 3x3-Würfel lösen kann, der schaut sich das Video auf jeden Fall an. Denn ich denke mal, wer einen 3x3 lösen kann und sich da halbwegs sicher ist, wird danach auch diesen Würfel hier ohne Probleme lösen können. Und von daher, ja, viel Spaß. Und ich werde jetzt einfach mal anfangen mit dem Tutorial. Die weiße Ebene, also ich, wie gesagt, ich setze ein bisschen was voraus hier, dass man wenigstens ein 3x3 lesen kann. Die weiße Ebene sollte man mehr oder weniger intuitiv lösen können, sage ich jetzt einfach mal, denke ich jetzt mal. Und deswegen werde ich die jetzt nicht genauer erläutern, sondern werde die jetzt mal zusammenwürfeln. So. Ja, weißes Kreuz gibt es nicht, wie man sieht, sondern eher weißer Stern. Und da haben wir schon mal unseren Bezugspunkt. Und die Leute, die wissen oder meine anderen Videos gesehen haben, die wissen, dass ich weiß dann immer, wenn ich es fertig habe, das Kreuz oder Stern oder was auch immer nach unten mache. Bedeutet, ja, wir werden weitermachen. Jetzt werde ich die Ecksteine einsetzen. Ja? Also das ist wie beim 3x3. Alle Steine mit zwei Farben, Kantensteine, alle mit drei Ecksteine, alle mit einer Farbe Mittelsteine. Ja? So, ich sehe jetzt hier zum Beispiel einen weiß-lila-gelben. Und den bringe ich erstmal zu weiß-lila-gelb. So, genau über den Punkt, wo er rein soll. Ne? Und dann mache ich das praktisch genauso wie beim 3x3. Ich habe hier die weiße Farbe und füge ihn mit der weißen Farbe so ein. Und dann hätte ich ihn da unten drinnen. So, noch einmal hier mit Rot-Blau. Das wäre dann praktisch ja hier dann. So, ich drehe diesen Stein erstmal über die Position, wo er rein soll. Dann drehe ich in Richtung der weißen Farbe den Stein, ne? Also in der Richtung der weißen Farbe. Hier ist die weiße Farbe rechts. Blau wäre links, rot oben, ne? Also in Richtung der weißen Farbe rechts. Dann öffne ich den Slot, wo er rein soll, füge den Stein dazu und mache den ganzen Slot wieder zu. So, hier hätte ich lila, grün, weiß doch. Und den müsste ich jetzt einmal darüber schleudern. Aber hier habe ich noch grün, weiß, rot. So, grün, weiß, rot, ne? Haben wir hier. Hier muss der Stein rein. Weg vom Ziel, Ziel öffnen, hin zum Ziel und Ziel schließen. So, diesen Stein, den ich eben schleudern wollte, wo ist der? Hier. Zack, den schleudern wir jetzt mal wie eine Liane. Oh, darüber. Ihr müsst natürlich wieder sorgen, dass die Steine auch immer so sind, dass weiß rechts oder links ist und nicht oben, weil nach oben kann man ja nicht wegdrehen. Dann müsste man ihn erst, ich zeige das jetzt einfach mal kurz. Ne, Moment. So, ne? Da müsste ich ihn erst rausbringen, einmal umdrehen und dann könnte ich das Ganze wieder probieren mit dem Einfügen. So, nächster Eckstein drinnen, folgt der letzte, der sich hier befindet. Zack. So. Erste Ebene ist praktisch schon fertig. Und da folgt auch gleich die zweite Ebene. Beziehungsweise, ich sage immer, das ist immer noch die erste, aber das werde ich euch gleich nochmal erklären. So, und zwar müssen wir jetzt hier diese Kantensteine, diese kleinen, die müssen wir jetzt einsetzen. Und dazu müssen wir natürlich erst einmal die richtigen finden. Einen mit lila-gelb zum Beispiel.
Oh, den haben wir da hinten. So, und den drehen wir jetzt über die Position, wo er rein soll. Da soll er rein, ne? Ich halte ihn jetzt mal so hier. Da soll er rein. Hier. Und da ist der Stein. Und jetzt drehen wir ihn zu der Seite, dass er farbdeckungsgleich ist mit dem Mittelstein hier. Also hier wäre er in dem Fall jetzt nicht farbdeckungsgleich. Lila-gelb, ne? Also lila zu lila. Und macht dann denselben Move wie vom 3x3. Weg vom Ziel. Ziel öffnen. Hin zum Ziel. Die beiden zueinander bringen. Weg vom Ziel in Richtung der weißen Farbe, ne? Öffnen, einfügen und schließen. So, und das mache ich jetzt überall natürlich. Hier hätte ich noch gelb-blau, den brauche ich da drüben. Ja, den kann ich mir ja schon mal so darüber holen. Zack. Ne? Da wäre er jetzt richtig. Hier wäre er falsch. Keine Farbdeckungsgleichheit, also hier. Und dann mache ich weg vom Ziel, Ziel öffnen, hin zum Ziel, Ziele zusammenbringen, in Richtung der weißen Farbe, wie Ziel wieder öffnen und einfügen. Na? So, grün, lila hätten wir hier auch schon. Wieder genau dasselbe. Also dieser Move hier praktisch wird euch durch den ganzen Cube begleiten. Den werdet ihr immer wieder brauchen. Genauso wie den ja, zum Einfügen der Ecken. Also mehr ist es praktisch gar nicht schon. Mit diesem Move und diesem Einfügen der Ecken kann man praktisch den ganzen Cube mehr oder weniger bis auf die letzte Ebene, wie beim 3x3 halt, lösen. So, blau-rot hätte ich hier jetzt noch gefunden. Zack, wieder genau dasselbe, ne? Den werde ich jetzt nicht die ganze Zeit wieder erklären. Den sollte man eigentlich vom 3x3 noch beherrschen. Und wer das nicht tut, der schaut sich bitte nochmal mein Video an. Und ja, also rot-grün. Zack. Und trennen. So, jetzt hätte ich auch schon alle zweiten Kantensteine drin. Jetzt hätte ich praktisch die erste Ebene geschafft. Jetzt denkt ihr euch, warum die erste Ebene beim 3x3? Wenn man sich das jetzt überlegt, so, die ersten zwei wären doch jetzt fertig. Aber ich sage dazu eigentlich immer, dass die erste ist, weil wir haben hier 1, 2, 3, 4 Ebenen. Also ein Eckstein plus die Kantensteine, noch ein Eckstein plus die beiden Kantensteine, noch eine Ebene mit Eckstein plus Kantenstein und dann noch die letzte Ebene. Deswegen sage ich immer, das ist die erste Ebene mit dem Kantenstein. So, und jetzt müssen wir die nächsten Ecksteine hier reinbringen, in diese Position. Also den da nicht, sondern nur die hier. Ja? Und das werden wir jetzt machen. So, dann suchen wir mal erstmal. Und zwar einen. Grün-rot, hellgelb. Da ist er. So, und jetzt müsst ihr darauf achten, wir müssen den Stein ja hier unten reinbringen, ne? So, jetzt ist er falsch rumgedreht, sieht man ja. Nicht rot zu rot, sondern grün zu rot und gelb, das ist falsch. So, ihr müsst nicht immer jedes Mal hier runtergehen und gucken, ob das passt, sondern ihr schaut einfach hier oben, dass dieses hellgelb mit dem Eckstein, die Farbe, die am Eckstein, also die Ecksteinfarbe, die direkt an dem Mittelstein angrenzt, dass die farbdeckungsgleich sind, also gelb zu gelb. Und wenn das stimmt, könnt ihr runterdrehen und könnt euch sicher sein, alles klar, das passt. Ja, seht ihr das? So. Nochmal ein bisschen mehr Licht hier ranschaffen. So. Gut. Und jetzt geht's weiter. Der rot-blau-rosane. Rot-blau-rosa. Da ist er doch, da. Rot, blau, rosa. Das heißt, ich sehe, der ist nicht farbdeckungsgleich. Das heißt, ich kann ihn praktisch gleich einmal hier so rumdrehen. Ja. Und dann kann ich den hier nach unten drehen. So, ihr müsst nur darauf achten, dass wenn ihr so wild rumdreht, hier die Ecksteine und die richtig rumdreht, dass ihr nicht das hier, was ihr schon habt, diese Ecksteine und das hier unten kaputt macht. Sonst könnt ihr willkürlich hier oben rumdrehen, wie ihr lustig seid. Normalerweise kann man einen
Stein drehen, indem man einfach, ja, das zeige ich euch gleich, indem man einen Move macht, aber ich sag mal so, es gibt schnellere Möglichkeiten teilweise und einfachere auch. So, jetzt hätte ich hier blau, ja, das wäre schon wieder richtig, den könnte ich einfach hier so runterdrehen. Grün zu grün war, ne, und jetzt hier die. So, haben wir drei richtig. So, und hier den lila, hellgelb, ne, lila, gelb, orangenen. Lila, gelb, orange. Wo bist du? Da ist er. So. Und zwar, ich zeige euch jetzt die Variante, wie man das macht. Hier habe ich meinen Eckstein, den ich drehen möchte hier oben. Moment, ich zeige euch gleich. Ich muss erstmal. So, hier ist der Eckstein, den ich ausrichten möchte. Und ich kann jetzt praktisch hier. Okay, jetzt wird er schon wieder stimmen, ne? Zack. So, ich kann praktisch hier, ich drehe jetzt einfach dreimal. So drehen, also links und oben zu dir, also zu uns. Nochmal links, oben wieder zu uns. Und dann drehe ich immer wieder diesen Eckstein. So, ihr müsst nur darauf achten, dass hier dieser Slot halt frei ist, ne? So, dann drehe ich das jetzt wieder nach unten. Ich habe meinen nächsten Eckstein drinnen sitzen. Fehlt mir nur noch einer, der dunkelgrün, lila, hellblaue. Der ist da. Die beiden sind wieder farbdeckungsgleich, passt in dem Fall. Sonst müsste ich jetzt noch drehen und so kann ich dann den runterdrehen. So, möchte ich jetzt aber drehen mit dem letzten Eckstein, den ich hier unten einsetze, dann kann ich ja diesen Move hier schlecht machen, denn jetzt hole ich den hier raus, zack. Das heißt, ich mache das nicht so wie eben, dass ich einfach nur so drehe, weg zu uns, weg zu uns, sondern ich mache weg, also rechts in dem Fall, weil die Farbe halt rechts ist, zweimal oben, runter, wieder zurück, dass ich hier wieder an dieser Ausgangsposition bin und mache wieder weg, zweimal oben und den drehe ich wieder zurück, dass der immer wieder ganz gemacht wird. Und dann noch einmal in dem Fall jetzt, so weg, den hier wieder nach unten drehen, dass das hier wieder ganz wird. Zack. Und dann hier hin. Und dann habe ich wieder hellblau, hellblau und kann den ganz normal hier nach unten drehen. So. Jetzt kommt das einzige Kantenstein einsetzen, was ein wenig komplizierter ist. Aber keine Sorge, das ist ja Peanuts. Und zwar suche ich mir jetzt erst einmal den Kantenstein, der, ich suche, fange jetzt einfach mal hier an, der hellblau-lila hat. Und der ist da hinten. Den hole ich mir jetzt mal da raus. Mache ich da was kaputt? Nein. Zack. Hellblau-lila. So, und drehen hier oben auf der oberen Ebene zum hellblauen, ja? So. Jetzt drehe ich ihn. Jetzt muss ich erstmal schauen. Muss er links oder rechts rein? Der muss hier rechts rein. Lila ist rechts von hellblau, ne? Rechts. Hier muss der rein. Das heißt, ich drehe diesen Kantenstein erstmal nach rechts. So, und jetzt drehe ich hier diese blaue Ebene, ja, wo der rein soll. Hier drehe ich in Richtung hoch, wo der Kantenstein rein soll. Das heißt, der Kantenstein soll hier rein. Also drehe ich auch hier hoch. Ja? So, und jetzt kann ich den Kantenstein, muss ich darauf achten, dass die Farben übereinstimmen. Das heißt, hellblau nicht zu lila, sondern hellblau zu hellblau, ja, also alle Farben zeigen auf hellblau in dem Fall. So, und dann mache ich wieder den ganz normalen Move zum Einsetzen. Weg vom Ziel, Ziel öffnen, hin zum Ziel, zusammenbringen, in Richtung der grünen Farbe diesmal, aber ja, der Move ist derselbe, ne? So, und dann einfach wieder hierhin, dann sind wir hier und drehen das Ganze wieder einmal runter, was wir vorhin hochgedreht haben. So. Dann geht's weiter mit hellblau-grün. Hellblau-dunkelgrün. Hellblau-dunkelgrün. Wo bist du? Da unten. Ah, das ist blöd. Das heißt, ich überspringe den jetzt einfach mal und gehe mal einen Stein weiter und suche mir den orange-lilanen. Orange-lila. Ich glaube, ich habe heute irgendwie Pech. Der sitzt auch schon da drin. Ja, das ist doof. Also suchen wir orange-gelb. Sitzt auch schon irgendwo drin. Ja, da. Nee, das ist doch blöd hier.
Also jetzt habe ich echt Pech. Naja, wie dem auch sei. Ich suche jetzt einfach mal weiter, ob ich irgendwo einen finde, den ich nicht extra rausholen muss. Orange, lila. Ich brauche jetzt hier gelb, grün. Der ist hier. Den kann ich da auch rausholen, ohne dass ich was kaputt mache. Zum Glück. So, rausholen. Zack. Und wieder natürlich alles reparieren. Hey. So. So, gelb. Gelb. So, ich muss also diesen gelb-grünen hier links einsetzen. Das heißt, ich drehe den Kantenstein nach links. So, ich habe gesagt, ich muss ihn links einsetzen. Das heißt, ich muss auch diese grüne Farbe hier links hochdrehen. Zack. So, jetzt schaue ich hier zu diesem Eckstein. Okay, dieser Kantenstein ist mit diesem Eckstein farbdeckungsgleich gerade, ja? Also da gelb und hier gelb. Das heißt, das ist richtig rum. Hier hätte ich jetzt gelb zu hellgrün, das wäre falsch. So, das heißt, wir machen jetzt den Move hier auf dieser Seite. Und dann wieder genau dasselbe wie immer. Zack. Und dann wieder zurück. So, jetzt habe ich hier blau-grün. So, wo haben wir den? Sitzt bestimmt auch wieder irgendwo drin, das ist blöd. Dunkelblau, hellgrün, wo ist der? Da ist er, ja. Ne. Da ist er, ja. Den kann ich raussehen sogar. So, und der muss auch da rein. Das heißt, so, ich habe die ganze Zeit vorbeigeguckt, ich weiß auch nicht. So, also hier muss nach rechts rein, also oben nach rechts den Kantenstein dahin bringen. Also rechts muss er rein, also auch nach rechts hochdrehen. Blau zu blau und dann den Move wieder machen für links rum halt. Und dann wieder nach unten und dann hätten wir die erste Sache schon komplett. Und dann machen wir wieder das nächste. Hier muss rosa-rot. Haben wir irgendwo rosa-rot? Haben wir rosa-blau? Rosa-rot oder rosa-blau? Also ich habe Pech gerade. Rosa-rot sitzt ja schon, also eher nur rosa-blau. Der sitzt da drin. Also suchen wir uns erstmal hier einen für den. Also hellgelb-rot oder hellgelb-grün? So, hellgelb-grün, da haben wir. So, hellgelb-grün, hier hin, ne? Und dann muss er nach rechts rein, das heißt, nach rechts rein, oben nach rechts drehen, so, zack, nach rechts hochdrehen und dann einfach den Move für rechts rum machen. Oh, jetzt habe ich einen Fallschirm eingesetzt. Was machen wir da? Suchen wir einen beliebigen Stein und setzen den einfach dort ein. Also wieder hoch. Das wollte ich jetzt nicht. Da habe ich gerade einen Fehler gemacht. So. Nämlich, den muss ich jetzt erstmal suchen, den Fehler. Da habe ich ihn. Also, rechts hoch. Und grün ist zu grün. Okay, jetzt müsste doch eigentlich stimmen. Ich weiß nicht, was ich eben gerade vorher gemacht habe, aber jetzt stimmt es ja. Alles gut. So, und wieder zurück. So, und jetzt habe ich hier gerade einen rosa-blauen freigemacht und den habe ich ja vorhin gebraucht. Dann drehe ich den mal zu rosa und der muss links rein. Also links wegdrehen und nach links hochdrehen. So, rosa zu blau ist falsch, also rosa zu rosa. Und dann den Move für die Seite machen. Und dann wieder ganz runter. So, und das mache ich jetzt einfach so lange, bis ich alles gelöst habe. Alle hier unten. So, jetzt fehlt mir hier noch orange-gelb.
Haben wir hier nirgendwo, ha? Orange-Lila habe ich hier, den kann ich auch gebrauchen. So, da rein. Lila ist links, links hoch. Die beiden Farben sind deckungsgleich, das heißt, ich kann meinen Move wieder machen. Und runter. So, orange-gelb habe ich immer noch nicht bestimmt. Gucken wir mal weiter. Hier fehlt noch einer, der ist hellblau-grün. Den haben wir hier. Also hellblau-grün. Hochdrehen. Grün zu grün passt. Und dann wieder einfügen mit dem normalen Move. So, immer noch nicht gelb-rot. Hellgelb-rot haben wir immer noch nicht. Ne, sieht schlecht aus. Ja? Und hier fehlt nur noch orange. Da ist er. Haben wir irgendwie rausgeholt gerade. So. Da muss er rein. Orange zu. Ups. Orange. Und dann den Move machen. So könnt ihr jetzt einfach nur alles hier lösen fast. So. Einer fehlt noch irgendwo. So. Den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Den haben wir. Nur der da fehlt noch. Rot, hell, gelb. Und den suchen wir jetzt. Der ist hier. Zack. Rot, hell, gelb. Muss links rein. Zack. Rot zu rot passt. Das heißt, ich kann direkt im Anschluss meinen Move machen. Und dann wieder nach unten drehen. Ne? So, dann hätten wir den Teil schon fertig. Das wäre praktisch Ebene Nummer 2. Kommen wir zu Ebene Nummer 3. Wieder die Ecksteine einsetzen. So, in dem Fall jetzt gelb. So, suche ich mir erstmal alle Steine hier oben, die kein Grau haben. So, lila, orange. Lila ist oben, das ist blöd. Muss ich wieder... Also jetzt habt ihr gesehen, jetzt hier. Ich will jetzt den Stein hier unten einsetzen, weil er die Farben hat, die passen. Hellblau zu hellblau, orange zu orange und lila zu lila. Nur praktisch wie beim weißen, beim 3x3, der, wenn jetzt weiß oben wäre, würde ich den ja nicht einsetzen können. Das heißt, ich bringe ihn auf die Transportebene, drehe das weg, drehe es wieder zurück. Und jetzt habe ich ja lila dann praktisch auf der Ebene hier. Und kann ihn jetzt einfach mit dem normalen Eckstein-Move einsetzen. Zack. So. Dann geht es weiter auch schon mit dem nächsten Stein. Und zwar rosa, grün. Hier ist rosa, blau. Blau ist wieder oben, das heißt wieder Ebenentausch. Also irgendwie habe ich heute Pech. Ich weiß auch nicht. So, wieder nach unten. So, dann haben wir hier gelb, hellgelb, grün, blau. Schon wieder. Ich weiß ja, irgendwie. Was habe ich denn für ein Pech? So. Und dann grün muss nach unten. Das heißt, wieder so einsetzen. So, einer noch. Und der befindet sich. Ja, den müssen wir erstmal hier rausholen. Zack. Der muss praktisch hier rein. Gelb nach unten. So rum rein. Und dann noch der letzte hier. Mit Rot nach unten. Dann muss ich schon wieder hier Ebenen wechseln. So, und einsetzen. So, jetzt hätte ich die nächste Ecksteinebene drin. Und nun müssen wir ganz einfach wieder die Kantensteine einsetzen. Hellblau-gelb, hellblau zu hellblau. Ja, wieder ganz normal jetzt. Hellblau zu hellblau und dann weg vom Ziel. Ziel öffnen. So, zusammenfügen, auffahren, reinfahren und zu. Ne? So, hellblau genau in die andere Richtung, wäre dann hellblau-orange. So, hätten wir auch drinnen. Und ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr das könnt mittlerweile den Move, deswegen mache ich das Ganze jetzt etwas schneller. Ist einfach nur der ganz normale Kanteneinsatz-Move, wie auch immer man den nennt. So, rosa, so. Zack. Und jetzt noch der letzte, den haben wir hier. Und drin. So,
Jetzt haben wir alle Ebenen bis auf die allerletzte gelöst. Und wie man die löst, das werde ich euch gleich zeigen. In meinem Teil 2.